Zusammenfassung der Schutzmaßnahme Nullung. Mein Name ist Meierhof und ich werde euch die Zusammenfassung bzw. die Antworten auf diese Fragen kurz erklären. Erstens, wie funktioniert die Nullung und wo darf sie angewendet werden? Also grundsätzlich ist die Nullung eine Schutzmaßnahme, die das Bestehenbleiben von gefährlicher Berührung oder Fehlausspannung verhindert. Für die Funktion ist dieser Text hier relevant. Da ist im Fachkunde 2 Buch auf Kapitel 2.14 zu finden. Tritt am angeschlossenen Gerät ein Körperschluss auf, fließt ein kurzschlussähnlicher Strom über die Leiterschleife, Außenleiter, Schutzleiter, Beendleiter und die vorgeschaltete Überstromschutzeinrichtung schaltet den Stromkreis mit dem fehlerhaften Gerät aus. Somit ist das genullte Gerät von der Fehlerspannung geschützt. Die nächste Frage: Zeichnen Sie eine genullte Anlage mit Netz-, Verbraucher- und Überstromschutzeinrichtung. Zeichnen Sie Fehlerwegen einen Betriebsstrom, einen Fehlerstrom und einen Kurzschlussstrom ein. Dazu nehmt bitte diese Zeichnung hierher. Vergesst bitte nicht über die Überstromschutzeinrichtungen. Betriebsstrom sollte normalerweise klar sein, zum Verbraucher und wieder retour. Zum Fehlerstrom wieder über die Fehlerstelle und über den Schutzleiter retour. Und der Kurzschluss, zeichnet hier den Kurzschluss ein und den Weg kennt ihr auch schon über den Beendleiter wieder retour und immer zum Sternpunkt des Trafos zurück. Beschriftet die Teile sauber, das kommt hierher. Nicht vergessen, unterschiedliche Farben für die Ströme zu verwenden. Wie lauten die drei Nullungsbedingungen? Findet ihr hier Ausschaubedingung, Erdungsbedingung und Verlegungsbedingung. Die entscheidende Frage immer wieder, wer schaltet bei folgenden Fehlern aus? Überlast, unsere Überstromschutzeinrichtung, Kurzschluss, die Überstromschutzeinrichtung und bei einem Masseschluss ebenso die Überstromschutzeinrichtung. Nächste Seite, beschreiben Sie die Ausschaltbedingung im Detail. Die Ausschaltbedingung findet Sie im Buch auf Seite 31 oder Kapitel 2.14 genau durchlesen und die Zusammenfassung könnte wie folgt ausschauen. Bei einem satten, Kurz- oder Körperschluss muss der fehlerhafte Stromkreis innerhalb einer angemessenen Zeit ausgeschaltet werden. Bei Verteilleitungen 5 Sekunden, bei Endstromkreise 0,4 Sekunden. Es gilt auch noch die Bestimmung, in jedem Teil der Anlage muss der Ausschaltstrom zum Fließen kommen. Man könnte auch noch die Formeln hinschreiben. Zs mal IA, ihr findet es im Buch, kleiner gleich UN. Oder für Zs ist gleich 2 Drittel mal UN durch IA. Das kann man auch ergänzend hinzufügen noch. Das können wir aber auch unten dann bei den Formeln dazu schreiben. Die nächste ist, beschreiben Sie die Erdungsbedingungen im Detail. Erdungsbedingungen findet ihr auch im Buch, aber zusammengefasst könnte Folgendes stehen. Alle guten Erde im Bereich der Nullung müssen miteinander verbunden werden. Es muss ein korrosionsbeständiges Material verwendet werden. Für Horizontalerde 10 Meter in frostfreier Tiefe, Vertikalerde 4,5 Meter und oder einen vergleichbaren Ringerde. Es wäre auch gut, die Nullungsverbindung hier zu erwähnen. Die Kennzeichnung zu erwähnen und der Querschnitt für die Nullungsverbindung ist gleich wie der Außenleiter. Schreibt bitte noch dazu, möglichst kurze Verbindung zur Potentialausgleichsschiene. Als nächstes haben wir die Verlegungsbedingung zu beantworten. Verlegungsbedingung heißt, es geht auch eigentlich um den Pendleiter, sorgfältig und sauber zu verlegen. In gleicher Ummantelung wie die Außenleiter, darf nicht geschaltet werden, nicht gesichert, nicht unterbrochen, also heißt sorgfältig verlegen. Er muss gekennzeichnet sein, entweder ist er blau und am Ende mit grün-gelbem Schrumpfschlauch versehen oder er ist, so wie es meistens ist, grün-gelb und am Ende mit einem blauen Schrumpfschlauch versehen. In Freileitungen nicht oberhalb der Außenleiter, das trifft die EVUs. Vorteile der Schutzmaßnahme sind vielfältig, sie ist zuverlässig, sicher, billig,
Einfach ist der Überspannungsschutz zu realisieren, hohe Betriebssicherheit, keine Fehlauslösungen bei Frequenzumrichter oder bei betrieblichen Ableitströmen. Es hat eine Begrenzung der Fehlerspannung auf ungefähr 115 Volt. Und ganz ein wesentlicher Teil auch für die Betriebssicherheit heißt, nur das betroffene Betriebsmittel schaltet aus. Die Nachteile der Schutzmaßnahme: Wir haben sehr große Ausschaltströme, dadurch haben wir Erwärmung und Brandgefahr. Es gilt auch aufzupassen bei Klemmstellen, denkt auf die Steckklemmen, wenn da jetzt wirklich einige hundert Ampere drüber fließen, dass die auch dauerhaft standhalten. Wir brauchen unbedingt ein genultes Netz, das heißt, wir müssen das von der EVU, vom EVU freigegeben haben. Und es ist in einigen Räumen verboten, in brandgefährden Räumen oder auf Baustellen. Welche Formen gelten bei der Nullung? Da haben wir mal alle, die es da im Buch findet, sind auf diesen Seiten. Ich möchte erwähnen, IA ist gleich IN mal M. ZS mal IA ist kleiner gleich UN. ZS Maximum, aber ich glaube, ich schreibe sie her, das wäre fast besser. Fassen wir es kurz zusammen. IA, der Abschaltstrom einer Sicherung, ist der Nennstrom mal dem Ausschaltfaktor. ZS mal IA, kleiner gleich, das ist die Ausschaltbedingung. Für die Schleifenimpedanz, ZS Maximum, größer darf er nicht sein, ist gleich 2 Drittel mal UN durch IA. Die 2 Drittel sind aufgrund der Berücksichtigung für etwaige Erwärmung und Alterungen. Gelten tut auf alle Fälle auch noch, dass der Kurzschlussstrom größer sein muss wie der Ausschaltstrom. Oder man könnte auch sagen, IK muss größer sein wie der Ausschaltstrom mal 1,5. Für mich auch noch wichtig, ZS Min. Ja, jede Sicherung hat ein sogenanntes Bemessungsschaltvermögen. Z Min ist gleich UN durch IA maximal. Das ist unser Bemessungsschaltvermögen. Ja, wenn wir das Bemessungsschaltvermögen überschreiten, kann die Sicherung nicht mehr zerstörungsfrei ausschalten. Nächster Punkt: Wo darf die Schutzmaßnahme als alleinige Schutzmaßnahme nicht eingesetzt werden? Habe ich schon erwähnt, in brandgefährdeten Räumen wie Landwirtschaft oder auch für durchgeführte Leitungen im Badezimmer. Dort haben wir das Problem, dass das alleinige Schutzmaßnahme aufgrund der hohen Ausschaltströme nicht erlaubt ist. Wo wird die Nullungsverbindung durchgeführt und wie ist sie zu kennzeichnen? Habe ich auch vorher schon erwähnt. Beim Eintritt der Hausanschlusszuleitung, am ersten geeigneten Sicherungs- und Verteilerkasten und eine ganz kurze und so schnell wie mögliche Verbindung zwischen Hauptklemmleiste und der Potentialausgleichsschiene. Auch das Symbol bitte nicht vergessen, diesen runden Kreis mit BEN, PE und N, findet ihr auch im Buch. Welche Maßnahmen können Sie treffen, wenn die Ausschaltbedingung nicht erfüllt ist? Ja, das ist fast ein bisschen versteckt im Buch. Schauen wir mal, wo wir das finden. Das finden wir da hinten. Ah, da sind wir schon zu weit. Wo haben wir das gefunden? No. Wenn die Ausschaltbedingung bei langen Endstromkreisen nicht erfüllt wird, weil der Schleifenwiderstand zu hoch ist, kann für die Abschaltung ein Fehlerstromschutzschalter verwendet werden. Um sicherzustellen, dass der Kurzschluss zwischen Außenleiter und Endleiter die Stromkreise ausschaltet, muss der Ausschaltstrom bei einem Kurzschluss am Ende der Leitung mindestens das 2,5-fache des Bemessungsstroms der vorgeschalteten Sicherung betragen. Okay, das käme jetzt auf diese Seite her. Welche Maßnahmen können Sie treffen, wenn die Ausschaltbedingung nicht erfüllt ist? Einen FI einbauen, dann ändert sich der Faktor M auf 2,5. Oder einen anderen Leitungsschutzschalter, Bemessungsstrom kleiner oder eine andere Auslösecharakteristik. Oder wir können einfach den Querschnitt der Zuleitung noch vergrößern. Die Nullung begrenzt die Fehlerspannung. Wie funktioniert das? Durch die Hin- und Retourleitung könnte da stehen, haben wir eine Serienschaltung der Leiterwiderstände. Das ergibt einen Spannungsteiler,
der an der Fehlerstelle die Spannung auf maximal 115 Volt reduziert. Wohlgemerkt bei einer Bemessungsspannung von 230 Volt. Also Serienschaltung. Da könnt ihr auch ein Bild hinmachen, Serienschaltung, wie im Unterricht euch gezeigt habe. Welche Auswirkungen hat eine PN-Leiterunterbrechung in einer genullten Anlage? Wir haben eine Spannungsverschleppung, eine Spannungserhöhung gegen Erde, abhängig von der Netzbelastung und von den Erdungsverhältnissen und ganz wesentlich, und das sind wir überhaupt nicht gewohnt, wir haben unter Umständen einen Stromfluss, quasi einen Betriebsstromfluss über den Schutzleiter. Alles unangenehme Auswirkungen. Gut, meine Herrschaften, das war im Wesentlichen eine Kurzzusammenfassung über die Thematik der Nullung. Wenn ihr Fragen habt, wisst ihr, wie ihr es mir erreichen könnt. Wenn alles klar ist, bitte sauber in technisch einwandfreier Form ausfüllen und im vorbereiteten Abgabeordner abgeben. Die Vorlage findet ihr auf Moodle unter der Rubrik Nullung. Ich wünsche gutes Gelingen und wir hören uns bei der nächsten Schutzmaßnahme.